So, hallo, da bin ich wieder. Hier kommen noch ein paar Verben mit legen. Das Verb ist wirklich sehr ergiebig. Ergiebig bedeutet, man kann viel damit machen. So, legen. Dann haben wir noch das Wort vorlegen. Es ist ziemlich offiziell. Ihr hört es bei allen möglichen Behörden, vielleicht Polizei oder wenn ihr zum Arzt geht, müsst ihr eine Krankenversicherungskarte vorlegen und so weiter. Bei der Anmeldung müssen Sie einen gültigen Ausweis vorlegen. Also vorlegen bedeutet eigentlich nichts anderes als zeigen. Es ist logisch, man muss sich ausweisen. Sich ausweisen bedeutet zeigen, wer bin ich? Hier ist mein Dokument, hier ist mein ID. Und etwas vorlegen bedeutet jemandem geben in einem offiziellen Kontext. So. Dann haben wir noch widerlegen. Er konnte meine Argumente nicht widerlegen. Wichtig hier ist, dass ihr aufpasst, es ist widerlegen mit I, nicht mit IE. Der Präfix widerlegen bedeutet immer sowas wie gegen. Also widersprechen. Jemand sagt, der Film ist gut und ich widerspreche. Ich sage, nein, der Film ist nicht gut. Deswegen widerlegen ist auch wieder Kontra. Das heißt, ich gebe ein Argument dafür, dass die Erde rund ist und jemand kann dieses Argument widerlegen und sagen, nein, die Erde ist nicht rund, die Erde ist flach. So. Ja, das ist Eugens Lieblingsthema. Also hallo Eugen. So, dann haben wir noch, also vorlegen, widerlegen. Darlegen ist auch wieder offiziell. Der Mann legte uns sein Geschäftskonzept dar. Darlegen bedeutet vielleicht ausführlich erklären. Darlegen bedeutet systematisch Punkt für Punkt zeigen, erklären, sowas. Darlegen. Da ist es so ähnlich wie präsentieren eigentlich. Gut, dann noch ein offizielles Wort ist belegen. Ihr kennt bestimmt das Wort beweisen. Wenn ihr Krimis mögt, das kommt da ganz oft vor. Belegen oder beweisen muss man auch in Mathematik zum Beispiel. Belegen. Oder der Beleg ist die Quittung. Also ihr bekommt, wenn ihr etwas kauft, bekommt ihr einen Beleg und ja, das ist der Beweis dafür, dass ihr etwas gekauft habt. Quittung, Rechnung. Damit konnte er belegen, dass er unschuldig war. Unschuldig. Also er hat Frau Müller nicht erschossen, er war unschuldig. Belegen bedeutet zum Beispiel, er hatte ein Alibi. Er konnte belegen, dass er unschuldig war. So, und noch ein letztes, auslegen. Kannst du bitte für mich 20 Euro auslegen? Das ist ein lustiges Wort. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen kann. Auslegen bedeutet einerseits bezahlen. Andererseits, es ist so, ich gehe mit Freunden in eine Kneipe und wir wollen etwas trinken oder etwas essen und dann sehe ich, hoppla, ich habe kein Geld dabei. Dann sage ich zu meiner Freundin Lena, pass auf, könntest du bitte für mich das Geld auslegen? Ich gebe es dir nächste Woche wieder. Auslegen bedeutet so wie, kannst du das jetzt bezahlen und ich zahle es dir morgen zurück. Es ist so ein bisschen wie Ausleihen, nur Ausleihen ist, ich nehme das Geld und in diesem Fall auslegen für mich bedeutet, diese Person zahlt meine Rechnung direkt. Also ich sehe das Geld nicht, aber meine Freundin sagt, ja, kein Problem und sie bezahlt die Rechnung. Sie gibt das Geld der Kellnerin oder dem Kellner. So, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann bitte schreibt in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht auf Facebook unter Deutsch lernen mit Maria. Und ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Bitte habt ein bisschen Geduld, ihr seid inzwischen sehr viele. Was mich enorm freut, aber manchmal bin ich einfach nicht so schnell im Beantworten eurer Fragen. Vielen, vielen Dank. Ihr inspiriert mich immer wieder und wir sehen uns im neuen Video. Dankeschön. Ciao.